Und willkommen zurück zu Subnautica. Okay, da draußen ist auf jeden Fall irgendwas Großes. Und da wollen wir auch direkt mal hin. Wir haben jetzt nicht so viel Zeit zu verlieren. Ich weiß nicht, was da rumgebrüllt hat gerade. So, ich möchte aber jetzt ganz gerne nochmal nach dem letzten Schneidbrenner-Ding gucken. Da ist noch ein Wasserding hier, Blasenfisch. Ah, vielleicht warst du das, ich weiß es nicht. Aber jetzt erstmal kurz orientieren. Hier ist eine Kiste. Da ist noch ein bisschen was. Da ist tatsächlich was drin, aber das scheint noch was anderes zu sein. Mobile Fahrzeugstation, ja, sowas hatten wir aber schon. Das gibt nur Titan. Hallo, mein Großer. Haben wir dich schon mal gescannt? Einen von euch beiden hätte ich ganz gerne. Sandhai. Ich hab Angst. Na komm. Bitte, bitte, bitte. Ja, Armin. Okay, zumindest was Neues. Sandhai, ein kräftiger Jäger mit mittlerer Größe, der sich im Sand eingräbt und seine Beute von unten aus dem Hinterhalt angreift. Naja, sah gerade nicht so aus, aber obwohl der vergräbt sich, glaube ich, hier auch gerade. Wie viele Räuber können auch hungrige Sandhaie, die zu nahe kommen, vorübergehend abgelenkt werden, indem man sie füttert? Haben wir noch nie gemacht. Wollte ich mal, hat nicht funktioniert. Beurteilung meiden. Sei wachsam vor Angriffen in sandigen Biomen. Okay, also hier können die überall im Boden sein. Man sieht sie hier aber auch so ein bisschen. Ist okay. Aber die schnappen hier auf jeden Fall an zu anderen Fischen eher. Da ist noch eine Kiste. Hier auf jeden Fall gucken, dass nicht die Sandhaie angreifen. Da ist auf jeden Fall was drin. Ich weiß noch nicht genau was. Scanner. Laserschneider, ja, perfekt. Dann können wir den vielleicht noch craften, bevor wir aufbrechen. Ich hoffe, wir haben alles dafür. Was ist das da? Scheibenkoralle hatten wir schon. Mal ganz grob hier rüber gucken, aber wir haben eh nicht mehr so viel Zeit. Ich würde sagen, bis 8 Minuten oder sowas, da muss ich zurückcraften und dann müssen wir los. Wir müssen es auch nicht allzu knapp machen. Salz. Brauchen wir. Wenn wir nicht genug haben. Weil ist ja auch ein Stück, ne? 1000 Meter, ein Kilometer in die Richtung müssen wir. So, hier haben wir wieder eine Schlucht. Da ist auch eine Kiste. Immer interessant. So. Uch. Ja, Titan nehmen wir auch mit. So, was ist hier drin? Wieder Laserschneider. Okay, davon haben wir jetzt alles. Egal. Gibt Titan. Nehmen wir mit. So. Sandstein, Sandstein. Da sind nochmal diese Quallen, die irgendwie böse sind, aber bisher war es alles okay. Okay, vielleicht brauche ich doch noch manchmal meine Taschenlampe. Hier möchte ich nicht mit dem anderen Ding rein. Oh, wie geil, ey. Okay, nehmen wir einfach mal diesen Kram hier noch mit. Quarz brauche ich jetzt nicht. Aber voll schön mit den Dingern. Den Quallen, wenn die alles hier erleuchten. Warte mal, ja. Ich habe doch einen gesehen, ja. Krass, ey. Mit der Taschenlampe sieht man die so gut. So viel besser als ohne. Okay, ich denke, wir sind ziemlich voll jetzt, ne? Ja, geht noch ein bisschen. Also da bin ich jetzt gar nicht so heiß drauf auf diesen Kram, aber nämlich trotzdem. Oh, ja, komm. Nimm ich das noch mit. Jetzt gehen wir nach Hause. Mir lieber. Ich möchte lieber ein bisschen mehr Zeit haben. Ein bisschen geht noch. Da ist auch noch einer. Okay, ich glaube, den konnte ich nicht mehr mitnehmen. Aber der ist runtergesackt. So. Kupfer. Ich möchte gerne alles automatisch einlagern. Geht aber leider nicht. War zumindest mit unserer momentanen Technologie nicht. Ich weiß nicht, ob wir sowas noch bekommen. Titan. Und das ist jetzt auch schon voll. Wir brauchen keinen Titan mehr. Sollte aufhören, sowas mitzunehmen. Salzablagerung, Gold, Silber.
Wir haben sogar noch mehr Titan. Oder ich mach. Ich hole mir noch ein bisschen was raus. Warte mal, wie brauchen wir? 10. So. Dann machen wir nämlich einfach gleich nochmal so ein Titan-Ding. Barren oder so. Ja, Titan-Barren. So, dann gucken wir mal, was der Laserschneider braucht. Ne, erst gucken wir, machen wir mit Wasser. Laserschneider. Batterie haben wir eine dabei. 2 Diamanten. Oh. Das haben wir noch gar nicht. Titanhüllenschwefel. Okay, wir brauchen Diamanten. Ja, das ist jetzt ein Problem, weil Diamanten haben wir noch gar nicht gefunden. Ein Wasser. Ich habe noch 3 Wasser dabei, das ist schon mal gut. Wir sollten vorher vielleicht noch mal kurz was essen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, weil ich das Ding nicht craften kann. Ich glaube, ich würde gern noch eine Batterie craften. Ladestand. Ich hoffe, ich kann das noch irgendwann laden. Weil warum nicht? Es ist eine Batterie. Ne? Müsste doch irgendwie gehen. Wir brauchen für die Batterie 2 Kupfererz. Ne, 1 Kupfererz. Ich mach gleich 2 Batterien. Was soll der Geiz? Und diese Säurepilze. Weißt du was? Ich lasse die da drin. Nehmen uns dem kurz die Zeit. Und sammeln uns ein Fischi. Hallo? Und wir haben hier, glaube ich, auch irgendwo noch die Pilze gehabt. War das hier oben? Ich dachte, wir hatten hier in der Nähe direkt Pilze. Ich dachte, ich hatte die beim letzten Mal gesehen. Aber hier sind welche. 1, 2, 3, 4. Ja, 7 Minuten. Da können wir gleich los. Haben wir 2 Batterien noch dabei. Einmal Essen noch. Batterie. Nochmal Batterie. Ich denke, ich brauche nicht so lange. Aber ich bin lieber auf Nummer sicher. Ich möchte definitiv da sein. Und wir finden vielleicht noch irgendwas Interessantes auf dem Weg dahin. Ich meine, dafür habe ich auch noch die Signalbojen. Die werde ich dann auf jeden Fall irgendwo setzen, wenn wir da auf dem Weg hin sind. Ich meine, okay, ne, bei diesem 800 Meter Teil... Ach so, das ist sogar noch weiter. Siehst du, bei dem 800 Meter Teil waren wir ja. Bei der Rettungskapsel 3. Bis dahin sollten wir nicht unbedingt was Neues, Interessantes finden. Ich glaube auch das, wo wir noch rein müssen, ist ja da hinten irgendwo auf dem Boden. Da müssen wir mit dem Laserschneider rein. Können wir nur noch nicht. Dafür brauchen wir jetzt erstmal Diamanten. Die müssen wir jetzt erstmal finden. Ich gehe davon aus, dass die vielleicht sogar in einem, in diesen Unterwasserhöhlen sind. Mal schauen. Ja, guck mal, wie schnell wir sind. Das kann man sich ja sogar berechnen. Mal mit dem Blasenfisch mit. Wie schnell man da so hinkommt. Okay. Metallschrott brauche ich nicht. Aber wir können da ja jetzt hin. Stimmt. Wir haben ja jetzt einen Strahlenanzug. Das heißt, wir haben auf jeden Fall was Neues. Vielleicht finden wir auch da Diamanten auf dem Deck oder irgendwie generell intakte Geräte oder so. Das wäre natürlich auch super. Ansonsten halt da unten in diesen Höhlen. So, jetzt mal ganz kurz Orientierung. Wo ist das Signal? Da unten. Okay. Damit ich weiß, wo wir ungefähr sind. Jetzt ist leider Nacht geworden. Nee, das nicht. F. Guck mal, R. Ich glaube, F drücken. Bringt mir aber auch nicht so wirklich viel. Bringt das... Also nutzt das eigentlich mehr Energie, wenn ich Scheinwerfer anhabe? Ich würde ja sagen, ja. Aber so wirklich sicher bin ich mir da auch nicht. Was ist denn das da? Fragment der Mobil... Aha, okay. Mobilfahrzeugstation hatten wir schon. Nehmen wir nur wieder Blei. Oh, was... Bist du auch so ein Hai? So ein Sandhai? Sieht irgendwie anders aus, zumindest von hinten. Deswegen bin ich mir da gar nicht ganz sicher. Ein blaues Ei. Saturn Ei nehmen wir.
Nein, bist du nicht. Bist neu. Weiß ich, bin zu neugierig. Ich will scannen. Doch ein Hai, ja. So sieht es doch aus, tatsächlich. Alter, ich bin so gleich tot, ne? Ich habe noch keinen Respekt vor den Dingern. Oh Gott. Also, noch bin ich halt am Leben und denke mir so, ja, bisher ist noch nichts passiert, also gehe ich mal ran und guck mir die Dinger mal an. Eieiei, Knochenhai. Ein großer und kräftiger Jäger, der in kleinen Gruppen lebt und Jagdrevier verhebend verteidigt. Gut, Verteidigung meiden kann durch Lichtquellen abgelenkt werden. Interessant. Abgelenkt. Lichtquellen, also eher so signalfackelmäßig, ne? Meinen die wahrscheinlich, dass er da hinschwimmt. Gehe ich mal von aus. Boah, was ist das denn da unten? Sowas, hier ist noch ein Kreaturenei. Die ist sehr klein, hoffe ich. Ja, genau. Sehen auch so klein aus. Oh, ich muss erstmal Luft holen. Ja, ja, ich bin da. So, noch 500 Meter. Das schaffe ich bestimmt in einer Minute. Das heißt, wir können uns das hier unten ruhig mal kurz anschauen. Diese Leuchtepilze oder was das sind. Also Leuchteknubbeln. Sehr aus wie Quallen, wenn ich mir die jetzt angucke. Huch. Die reagieren auf jeden Fall auf Licht. Oder bin ich das einfach? Die werden irgendwie heller. Uralter Schweber. Oh. Das ist ein Schweber. Nur riesig. Heben die das Ding gerade hoch? Ja. Oh mein Gott, wie tief ist denn das dann? Huch. Okay. Okay, hat mir nichts getan. Alles gut. Aasfresser, uralter Schweber. Biodaten zeigen, dass diese riesigen Schweber dank einer raffinierten Symbiose mit dem Land, an dem sie haften, so alt geworden sind. Die anhaftende Landmasse wird im Wasser angehoben, wodurch das Sonnenlicht zunimmt und das Pflanzenwachstum gefördert wird. Wenn ältere Pflanzen absterben, sickern organische Rückstände und Nährstoffe in den Fels, von denen sich der Schweber ernährt. Diese Umstände müssen seit Tausenden von Jahren anhalten, damit die Schweber diese Größe erreichen können. Also sind die 1000 Jahre alt? Oder Tausende? Das wäre heftig. Beurteilung unglaublich. Ja, okay, alles klar. Wirklich unglaublich. Weiß nicht, ob ich die auch angreifen könnte. Irgendwie traue ich mich das noch nicht. Was seid ihr denn? Gold, nice. Nice, Rotgarbe. Greift er mich an? Hört er sich noch so weit weg an? Ja, ich habe nur Samen bekommen. Einmal Samen nehmen wir mit, mehr nicht. Remember that materials you gather are the property of the All Terra Corporation. Okay. You will be liable to reimburse the full market price. Your current bill stands at 3 million credits. Ja, ist klar, Leute. Genau. Wenn ich erstmal hier weg bin und es geschafft habe, hierhin zu entkommen, bin ich erstmal, habe ich erstmal 3 Millionen Schulden. Ja, ist sehr nett. Dann will ich hier vielleicht gar nicht mehr weg, dann lebe ich halt hier. Okay, aber das sind dann definitiv nur Pflanzen, die auf solchen Schwebefelsen wachsen. Hä, hey, warte mal. Das ist ja eine andere Pflanze hier. Was bist du? Das ist Schönfeilchen, oder? Schönfeilchen, ja. Okay, das ist eigentlich das gleiche Ding, nur einmal in lila und einmal so in rot-orange. Da ist nochmal so ein Ei. Ich nehme da jetzt erstmal keins mehr von mit. Wir haben davon zwei. Das reicht mir. Bis wir wissen, wozu wir die brauchen, dann kann ich ja immer noch anfangen, solche mehr mitzunehmen und zu sammeln. Wahrscheinlich ärgere ich mich dann später. Aber so ist das halt. 1 Minute 41. Tags wird's wieder. Was haben wir denn hier? Fragment. Ah, ist schon wieder. Mobile Fahrzeugstation. Davon haben wir jetzt schon richtig viele bekommen. Die nehme ich nicht mehr mit. Da ist nur Blei drin. Und aber auch manchmal Kupfer, obwohl. Jetzt sollte ich das dann doch mal eben aufschlagen. Kupfer, ja genau. Kupfer brauchen wir noch. Häufiger. Da bin ich dann doch noch interessiert dran. Alter, es ist so düster überall, ne?
Das ist so heftig. Ich freue mich schon, wenn wir irgendwie ein U-Boot haben. Wir haben eine neue Meldung. Vielleicht nochmal so von wegen, wir kommen jetzt, aber ich bin nicht mehr da, Leute. Oder vielleicht auch schon die Probleme, die die jetzt haben beim Eintritt. Ich traue mich jetzt nochmal ganz kurz hier hin. Mobilfahrzeugstation, schade. So, jetzt aber. 3 Minuten, scheiße, ich ist noch echt weit weg. Oh, Land! Oh mein Gott! What the fuck? Es gibt Land? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, das Wasser, das ist ein komplettes Wasserspiel. Ja, ich weiß, woher das kommt. Alter. Aber ist das das Schiff? Nee, oder? So sieht doch kein Schiff aus. Was ist das? Geht hier ab? Wieso können diese Fische auf Land sein? Soll das so? Survivor, we see you. Man, I don't know how you held out down there. We broke an atmosphere and we're descending towards the landing site. Wo denn? Is that a building down there? Huh? What do you mean you can't identify it? Hold on. No turning back now. Positions, everyone. Touching down in 10, 9, 8. Oh. It's coming from the building? Change course. Set thrusters to full. Ach du Scheiße. Verpiss dich, du Spinne! Ich hasse dich. Oh nein. Hier gibt es eindeutig eine andere kluge Lebensform, die gegen uns kämpft. Ach du Scheiße. Die haben unser Schiff angegriffen. Aliens. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, vielleicht war es ein Kampf gegen Aliens da oben im Weltraum. Maybe. Gegen, zumindest, also Aliens vielleicht nicht, aber gegen andere Lebensformen halt. Oder andere Fraktion einfach. Wenn ja auch immer noch der am Mensch sein. Alter. Und ich dachte schon, so sieht doch kein Schiff aus. Das ist ja eine komplett komische Konstruktion hier. Oh mein Gott. Ist das geil. Damit habe ich niemals gerechnet. Das ist echt heftig, mich so früh in diesem Spiel so zu flashen. Gott, ey. Was ist das für ein Game? Tafel einsetzen. Ja, sowas habe ich nicht. Okay. Geht das nachher noch... Also, ist das nicht nur so ein Survival-Erkundungsspiel? Sondern nachher auch noch mehr? Ui. Das ist die Tafel. Jetzt nimm die doch auf. Achso, muss ich scannen, ne? Violettes Tafelfragment. Ist nur kaputt. Das ist das Problem. Ach du Scheiße. Alter, ist das heftig. Was hier passiert? Violette Tafel. Dieses kohlenstoffhaltige Gerät ist leichter, als es aussieht. Und es, ja, es sieht aus, als wäre es aus Stein oder Metall. Also schon 5 Kilo schwer oder so. Aber anscheinend nicht so. Dieses kohlenstoffhaltige Gerät ist leichter, als es aussieht. Und enthält ein Symbol, das einem U ähnelt. Ja, okay. Ich hatte jetzt auch vielleicht eine 1,5 drin gesehen. Oder ein S. Aber gut, keine Ahnung. Also das U kann man auch drin sehen. Hätte ich aber später erkannt. Ich hatte eher das hier als 2 Buchstaben erkannt. Oder zwei, also eine 1 und eine 5 vielleicht, irgendwie sowas. Und violett leuchtet. Obwohl die Energieversorgung immer noch funktioniert, stimmt. Leuchtet immer noch, lässt Algenwuchs auf der Außenseite vermuten, dass es vor Hunderten, vielleicht Tausenden von Jahren zurückgelassen wurde.
Oh, auch wenn seine Technologie das Niveau der Föderation weit übersteigt und es keine offensichtlichen Anschlussmöglichkeiten gibt, sollte es trotzdem möglich sein, eine genaue physikalische Kopie des Geräts bei Bedarf herzustellen. Ich hätte nicht gedacht, dass das hunderte oder tausend Jahre lang hier liegt. Weil wenn das hunderte Jahre oder tausende Jahre lang hier auf dem Sand liegt, dann liegt das hier nicht mehr auf dem Sand. Weil sich der Strand ja Jahr für Jahr ihr komplett verändert. Das hätte man dann irgendwo unten auf dem Ozean vielleicht finden können. Aber hier wäre mal eine Welle gekommen, hätte es mitgenommen oder so, wenn es vor allem so leicht ist. Kraftfeldsteuerung. Ich sollte mal häufiger den Scanner einsetzen, ne? Hätte ich schon fast vergessen. Dieses Gerät passt zu keiner bekannten Technologie und ist wahrscheinlich außerirdischen Ursprungs. Die Energie wird über die Konsole zu nahegelegenen Kraftfeldern geleitet. Die Technologie übersteigt alles, was der Föderation bisher bekannt ist, bei weitem. Dennoch scheint es wie ein normales Schloss zu funktionieren. Es benötigt nur die richtige Art von Schlüssel. Okay, wir brauchen also Long-Time-Ziel ist erstmal für uns, dieses Tafelding zu ersetzen und dann hier einzusetzen. Dann werde ich jetzt hier eine Boje hinlegen. Oder hin. Also kann ich die einfach hier hinlegen? Funktioniert auch, ne? Ja, müsste. Alien-Basis. So. Sollte gehen. Alien-Basis, ja. Haben wir hier. Machen wir mal orange. Und diese Kack-Spinnen, das Ding habe ich, glaube ich, getötet jetzt, ne? Das hat mich ja die ganze Zeit mega genervt. Ich bin hier noch richtig erkunden. Alter, ich mit meinen Flossen, ist das super. Das freut man sich doch. Korallenbaum. Ne, Knollenbaum. Oh Gott, ich kann nicht lesen. Knollenbaum steht da. Alles gut, keine Koralle. Eine knollenartige Pflanze, die sich im Boden einwurzelt und aus der türkise Blätter sprießen. Die Analyse zeigt, dass der Saft dieser Pflanze giftig für Insekten ist, aber von Menschen aufgrund seiner hohen Wasseranteils geerntet und konsumiert werden kann. Beurteilung essbar, hoher Wassergehalt. Ja, perfekt. Einfach so mitnehmen, das ist erstmal nur ein Samen jetzt, ne? Nee, warte mal. Knollenbaumprobe. Nahrung 8, H2O 10. Richtig angepflanzt wird ein reifes Exemplar dieser Pflanze gut gedeihen. Alter, nice. Inventar voll. Gönnen wir. So, jetzt sind wir voll. Nehmen aber trotzdem noch eins, dann sind wir auch mit Essen voll. Und wir haben noch zwei Stück. Okay, ich hätte ganz gern ein bisschen Leben. Wurde jetzt doch recht viel angegriffen von dem Spinnviech und davor auch schon. Warte mal. Das kann ich nicht scannen. Kabel. Oh, wir haben hier ein intaktes Teil. Ja, perfekt. Ja, dann brauche ich das nicht mehr herstellen. Ich weiß noch nicht, ob ich mich da reintraue. Ohne Waffe, ohne volles Leben. Alter, hier gibt es voll den Pfad. Den gehe ich jetzt erstmal. Okay, das entwickelt sich doch noch ganz anders, das Spiel gerade, als ich dachte. Was ich sehr cool finde. Und ich dachte echt, ja, man geht da, man versucht irgendwie auf dem Schiff irgendwas zu bekommen und irgendeine Möglichkeit zu finden, hier wieder wegzukommen. Oh, Vöglein. Aber klar, nee, wohl, ja, ist es klar? Es gibt hier Vögel, aber die sehen auch so wasserähnlich aus, aber die müssen ja trotzdem irgendwo nisten. Würden ja jetzt nicht wirklich im Wasser irgendwo. Die müssen ja irgendwo eine Landmasse haben. Auch in der Nähe, ne? Sonst würden die hier nicht rumfliegen. Hätte man drauf kommen können. Okay, da geht das Kabel auf jeden Fall lang. Wahrscheinlich ist hier oben Solarpanel oder so, damit das Ding hier mit Strom versorgt wird. Alter, das ist nice. Okay, kann man nicht kaputt machen. Taschenlampe hat gleich keine Batterie mehr. Erstmal unten gucken, bevor wir nach oben gehen. Ui. Geil. Waren wir da unten gerade?
glaube schon. Ups. Ich glaube, so ist doof. Na komm her. Nee, warte mal. Erst scannen. Höhlenkrabbler. Das ist ein Facehugger. So sieht der so aus. Aua. Weiß wie ich. Okay, über diese komischen, weiß ich nicht, diese Dinger hier. Ich weiß nicht, was das ist. Die haben wir auf jeden Fall. Aber können wir nicht scannen. Das sind aus wie Lampen. Ich hätte gern irgendwas, um die Dinger zu töten, ne? Piss dich. Ja, ist scheiße. Vor allem, die hauen halt nur ab. Die haben noch so viel HP. Mein Messer ist halt echt dafür gemacht, um gegen solche Dinger zu kämpfen. Da haben wir interessante Pilze. Pinke Kappe. Okay. Eine auf dem Land wachsende Pilzart, deren Sporen man ernten kann, nicht essbar. Boah. Verpiss dich, Alter. Die sind voll aggressiv. Meine HP geht leer. Das ist schlecht. Also nicht essbar. Naja, gut. Höhlenkrabbler. Ein flinker Revier, gebundener Aasfresser. Gut angepasst an sein Leben. Sowohl im Land als auch im Wasser. Nö, die finden wir auch noch im Wasser. Beurteilung wichtiger Abfallverwerter. Meiden oder außer Gefecht setzen. Wichtige Abfallverwerter. Okay, ja, Aasfresser halt. Ne? Also sind trotzdem wichtig für die Vegetation. Ich möchte ungern sterben. Also Gott sei Dank machen die nicht so viel Schaden, aber genug. Mann, ey, ist das riesig. Ich habe da unten ja noch einen Gang mehr gehabt, meine ich. Himmelsrochen. Nein, nicht abhauen. Ich hatte dich fast. Hab den. Sehr gut. Okay, wieder was gescannt. Einheimische Lebensform. Himmelsrochen, hier. Der Himmelsrochen, ach, ich war glaube ich schon drauf automatisch, ne, weil ich Tab gedrückt habe. Der Himmelsrochen hat einen vogelähnlichen Kopf und echt? Oh, stimmt. Echt so vogelähnlich. Sieht ja geil aus. Vogelähnlichen Kopf und gefiederte Flügel. Echt, gefiedert? Der sieht gar nicht so aus, mit denen er fliegen kann. Himmelsrochen kreisen häufig um schwimmende Gebilde und wagen sich nur selten hinaus aufs offene Meer. Ach, ist diese Insel, schwebt die auch durch diese uralten Dinger? Durch diese Schwebe halt? Und wagen sich nur selten hinaus aufs offene Meer. Sie lassen sich auf trockenen Land nieder und neigen aber bei Annäherung zur Flucht. Flügel, Ernährung, hauptsächlich Samen. Es konnte nicht beobachtet werden, dass Himmelsrochen nach Nahrung tauchen. Das bedeutet, sie sind zu Überleben auf Landpflanzen angewiesen. Okay. Beurteilung, ihre Gegenwart ist ein Zeichen für trockenes Land in der Nähe. Sehr nice. Ja, genau das meine ich halt. Da hätte man auch schon drauf kommen können, dass hier sowas ist. Okay, hier geht es aber wieder runter. Vielleicht war das einfach der andere Weg. Ach du Scheiße. Portal. Okay. Wir haben ja mal was von so einem Portal gehört oder gelesen. Phasenportal oder so. Verpiss dich, Junge. Aber ich denke mal, das ist ja eigentlich eine Technologie von uns. Ionenwürfel einsetzen. Ist das meine Möglichkeit zur Rückkehr oder ist es ein Eingang ins Verderben? Ionenwürfel einsetzen. Okay, wir brauchen einen Ionenwürfel. Gar kein Problem. Ja, wir scannen vielleicht erstmal. Stimmt. Ja, achso. Kann ich das nicht scannen? Kann ich das da scannen? Fremder Bogen. Hier war nämlich gerade kurz das Symbol. Ist aufgeploppt. Der Zweck dieser Konstruktion ist unklar. Theorien zur Funktion, zeremonielle oder religiöse Rolle, industrielle Anwendung, fortgeschrittliches Transportnetz. Ja, fortgeschrittenes Transportnetz, würde ich sagen, ist am wahrscheinlichsten. Beurteilung, weitere Untersuchungen erforderlich. Also, es sieht für mich aus wie so ein Portal. Keine Ahnung. Da bin ich wahrscheinlich aber auch mehr geschädigt durch irgendwelche Science-Fiction-Serien und Filme. Dass sowas dann immer gleich als Portal gilt.
Aber dadurch, dass es einen Ionenwürfel braucht, wird das wahrscheinlich eine Art Stromantrieb sein. Und das Ding kann dann auch noch zur industriellen Sache genutzt sein werden. Weg der Kapfer. Ist ja an oder anders. Sich zwei Pilze. Eine spröde Landpflanze mit großen Sporen, die beim Schütteln ein charakteristisches Rasseln erzeugen. Dies kann dazu dienen, Räuber abzuwehren oder sogar Fraß als Mittel zur Verbreitung der Sporen zu fördern. Was, der letzte Satz habe ich nicht verstanden. Dies kann dazu dienen, Räuber abzuwehren oder sogar den Fraß als Mittel zur Verbreitung der Sporen zu fördern. Verstehe ich jetzt leider nicht. Metall ist leider voll. Aber davon können wir eins nochmal essen. Dann haben wir noch das und... Was ist es? Rotkappen einsammeln. Reflektor Klapper. Okay, mehr ist hier nicht. Wo ist denn das Ding, was ich abgeschlagen habe? Oder ist es kaputt? Kann man dich denn ausgern, du Fahnen? Du bist normal. Dich kennen wir schon von zu Hause. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Okay, also wir haben hier auf jeden Fall Ziel-Ionenwürfel bekommen. Vielleicht kriegen wir den in der Base. Da muss ich hier nochmal hochlaufen. Das ist natürlich ein bisschen ätzend. Warte mal, wir kommen ja daher. Was ist dann hier unten? Leider muss ich hier, bin ich hier sehr langsam am Land. Ja, das ist eine sehr langsame Erkundung, aber sehr interessant. Nur nochmal hier hinlaufen wird ätzend. Aber man läuft ja wahrscheinlich nur noch einmal hier hin. Kann aber auch sein, dass wir hiermit einfach zu einer anderen Alien-Base auf dem Planeten kommen und dann einfach, ne, uns damit dann hier so schnell über den Planeten bewegen können, wenn das dann nochmal so ein Riesenspiel wird. Schiefer Aufschluss zerbrechen. Okay, neue Materialien, das ist schon mal gut. Bitte sag mir, dass da Diamanten drin sind. Gold, Lithium, Diamantquelle. Sehr schön. Dieses Sedimentgestein besteht aus Flocken von Tonmineralien, in denen sich seltene Metalle wie Lithium befinden. Die geologischen Bedingungen auf diesem Planeten legen nahe, dass es tendenziell in tieferen Biomen zu finden ist. Ja, tendenziell. Oder man hebt das ganze Ding hier einfach an und das Ganze war mal unter Wasser. Ist es jetzt aber nicht mehr. Mein Problem hierbei ist nur... Oh, das ist schon fast schlecht. Oh nein, das Essen wird schlecht. Okay, dann esse ich das jetzt noch, solange es einigermaßen gut ist. Ich kann mein Titan vielleicht noch wegwerfen, falls wir zu viel bekommen hier. Diamant, perfekt. Ich möchte gern von allem ein bisschen was haben. Lithium. Lithium einsammeln. Hier ist einfach Lithium. Oh, jetzt Batterie alle. Ich glaube, das stand gerade sogar eher zum Wechseln. Ich glaube, das Spiel hätte mir sogar gesagt, dass es mit der Batterie mit R geht, sobald das erste Gerät alle ist. Aber dann ist es auch halb so wild. Dann wusste ich es jetzt einfach schon. Gold. Davon noch. Ich würde den noch gern einmal mehr mitnehmen. Kleinen Krabbler. Das Ding ist, wir kriegen jetzt so ein bisschen was davon. Damit muss ich aber sparsam umgehen. Zumindest mit den Diamanten. Weil Ressourcen spawnen ja, wenn, dann erst sehr, sehr langsam nach. Hier sind aber noch einige. Ich würde sagen, ich werfe den ganzen Titan weg. Davon werden wir bestimmt noch einiges finden. Und nehme lieber hier nochmal einen Diamanten mehr mit. Das Lithium hier mehr mit. Ja, was willst du? Ist ja auch noch ein bisschen was. Gold ist natürlich auch toll, aber das kriegen wir auch aus anderen Quellen. Davon hatten wir ja schon ein bisschen was, aber war noch selten. Das nicht. Die Inventar voll. Hier ist noch einiges. Aber okay, dann lass hier noch einiges sein. Dann kommen wir hier vielleicht nochmal irgendwann wieder zurück. Und wissen, dass es sich nochmal lohnt, mit leeren Inventar hier hinzugehen. Ich würde jetzt vielleicht erstmal zurückgehen. Ich merke gerade auch, wir sind schon wieder über eine halbe Stunde am Aufnehmen. Ich würde das erstmal zurückgehen. Wir haben einen Laserschneider. Ich würde hier gerne irgendwie runterspringen einfach. Wahrscheinlich nicht möglich.
Aber schön hier. Schon sagen. Schöne Insel. Wir können halt noch in das Gebäude rein. Das würde ich jetzt erstmal noch lassen. Und später mal wieder kommen. Haben wir das eigentlich im Inventar, das Teil? Ja, haben wir hier. Violette Tafel. Das andere aber nicht, ne? Haben wir nicht wirklich mitgenommen. Es ist so ein riesiges Höhlennetz hier einfach. Ich weiß nicht, wie ich hier die Sachen wiederfinden soll. Das ist noch so das Ding. Kann wahrscheinlich Fallschaden bekommen, ne? Ja, kann ich. Mal ganz kurz ausgetestet. Aber hier kann ich, glaube ich, ins Wasser springen. Würde ich jetzt einfach mal versuchen. Boah, ist schon tief. Aber es ist ein gekonnter Taucher. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal zurück. Oh ey, es ist schon wieder arschdunkel. Wir müssen da noch hin, wir müssen in die Base, wir müssen da nochmal rein in die Höhle. Ich habe einige Aufgaben. Ja, es ist arschdunkel. Aber selbst mit Taschenlampe hilft nicht wirklich viel. Kann man so ein bisschen die Fischis noch sehen, aber na okay, die leuchten eh. Pflanzen sind super wichtig. Mann, diese ganze Insel ist mega interessant und mega wichtig irgendwie. Kann man seine Base... Das dürft ihr mir gerne mal reinschreiben. Kann man die Base auch an Land, also über Wasser errichten? Nee, oder? Wahrscheinlich nicht. Aber es wäre cool, eigentlich so ein Off... Also, ich meine, warum sollte man seine Base denn unter Wasser errichten, wenn man auch auf Land könnte? Das fände ich schon ganz nice. Ach, wir können ja eh nichts mehr mitnehmen. Ich habe, glaube ich, noch Blasenfische dabei, ne? Die hätte ich auch wegwerfen können. Aber halb so wild, ich fahre jetzt erstmal wieder nach Hause. Okay, wir sind wieder zu Hause. Alter, war das ein weiter Weg. Vor allem Energie von dem Tauchgerät ist schon fast alle. Holy shit, ja stimmt, wir haben auch eine neue Meldung bekommen. Oh Mann, ey. Also das, ist ein bisschen zu weit, habe ich das Gefühl. Ich habe meine Base an einer blöden Stelle gebaut, glaube ich. Ich meine, wir bauen mehrere Basen, aber das Inventar ist halt, ne, immer das gleiche. Lithium. Salzablagerung. Was haben wir am meisten? Ich muss irgendwas umdeichseln hier. Blei und Salz vielleicht zusammen? Ja, es passt halt hier nichts mehr rein. Das ist halt das Problem. Packen jetzt erstmal Lithium hier rein. Schon das Neue und das Wichtigste möchte ich hier gern reinpacken. Die Rotsamen packen wir unten hin. Ja, einfach hier so rein. Nee, da geht nicht mehr. Da. Da rein. Eieiei. So. Also, Quarz kommt da. Blei und Salz wollte ich, ne? Glaube ich. Was habe ich gesagt? Pflanzen. Pinke Kappe, gefleckte Kappe. Oh, das ist schon voll hier. Scheiße, mein Inventar ist zu groß alles hier. Zu voll. Daraus kann ich doch Wasser machen. Vielleicht sollte ich das mal... Oh, der ist nicht mehr gut. Muss ich wegwerfen. Warte mal, Salz wollte ich eh aufnehmen und Blei... Noch kurz ein bisschen Inventarmanagement hier machen. So, ich habe zweimal Salz. Nahrung. Ah ne, Chlorbleiche muss ich erstmal herstellen. So. Bleach is an essential chemical used for cleaning wounds and purifying water. Zur Wundreinigung auch, okay. Und richtig geiles Wasser. Preparing the day's water ration ahead of time. Will help ensure against dehydration and eventual death. Ist das noch gut? Der Blasenfisch? Scheint so.
Nur der hier nicht mehr, der Reifisch. Kreaturenei hatten wir noch. Stimmt, die blauen Eier. Wir haben rote Eier, blaue Eier. Wir haben 5 Eier insgesamt schon. So, Lithium, Mineralien. Diamant. Davor brauchen wir aber gleich eh noch ein. Gold, Silber. Oh, passt auch schon nicht mehr rein. Uff. Eieiei. Ah, nee, warte mal. Hier kommt noch ein bisschen was raus. Nee, Blei nicht. Silber. Ja, das kommt hier hinten rein. Ich wollte es auch noch mal benennen. Nee, den Diamant nicht. So, jetzt gucken wir mal. Ja, das hören wir uns gleich an, was da kommt. Werkzeuge. Einmal den Laserschneider hätte ich ganz gerne. Ein Schwefel. Titan ist das hier. Oh, 2 Diamanten sogar. Ui, ist das teuer. 2 Diamanten. Von unseren 3, die wir haben. Schwefel. Können wir hier einmal rausnehmen. Dann passt du auch noch da rein. Ach, das passt eh da wieder rein. Und ein Titan. Werkzeuge, Laserschneider. Nice. Ein neues Gerät. Wir brauchen unten mehr Slots. Das wäre toll. Ich hätte gern hier nicht nur 1 bis 5, sondern 1 bis 9 oder 1 bis 0. Ready. Aber gut. Kann man damit wohl auch Gegner schädigen? So, hier. Playing partially translated broadcast. Nine new biological subjects designated mode. Hunting, analyzing, sharing subject locations with other agents. Alter, what the fuck? Okay. Ich bin jetzt nicht auf ein Horrorspiel eingestellt. Also, dass das so ein bisschen Horror wird wegen Tiefen und Dunkelheit und Monster in der Tiefe im Wasser. Okay, aber das ist ja schon richtig scary. Alter. Okay, ouch. Fabrikator. Uff. Das ist big uff. Okay. Ich möchte ganz gern noch eine Sache machen. Wasser trinken. Oh, violette Tafel, die brauche ich eigentlich auch nicht. Ich habe so viele Sachen dabei eigentlich, ne? Auch Batterien nehmen ja auch Platz weg. Lieber... Oh. Den können wir gern essen. Ich würde ganz gern noch eben zu diesem Wrack gehen und Laserschneider mal ausprobieren. Kochte Nahrung? Hä? Ach, das ist der, den ich gerade weggeworfen habe. Deswegen war der vor meiner Nase. Ich dachte schon, oh, springt mir hier so ein geiler Fisch ins Gesicht. Ja, gut. Lassen wir das. So, schauen wir mal kurz, ob wir das Wrack wiederfinden. Es war hier unten ja im Gras. War das eher da hinten? Ich hab's mir ja nicht markiert. Nee, warte mal. Das war doch eher... der Richtung. Was ist das da? Ist es das vielleicht sogar? Hier sind die Sandhaie. Ja, könnte sein, dass es das hier ist. Es war nicht so weit weg von unserer Base. Oh. Ja. Nice. Wir bauen uns erstmal ein geiles Loch hier rein. Okay, wir können das Ding nur ungefähr 4-mal einsetzen, wie es mir scheint. Oder 5-mal vielleicht. Ja, 5-mal geht. Vielleicht sogar 6-mal. Okay, darf ich da jetzt durchschwimmen? Oder ist nämlich ziemlich heiß und tropft noch? Geh mal ganz schnell durch. So, was haben wir hier? Versorgungskiste. Gegenstand nehmen. Was haben wir denn da? Lass mal gucken. Ah, Wasser. Man ist okay, nett. Laserschneider-Fragment. Ja, super. Hier drin. Ihr seid witzig. Nicht, dass ich hier, achso, wir haben kein Wasser mehr. Okay, man kann hier einfach durch. Ohne sich weh zu tun, das ist schon mal gut. Kein Sauerstoff mehr, ich werde fast ertrunken. Oh, das ist echt knapp. Alter Vater. Wir brauchen diese, um schnell an Oberfläche zu kommen, diese Geräte. Ich glaube, bevor ich aber nochmal auf dieser Alien-Basis gehe, glaube ich, gehe ich erst auf zum Schiff. Alter, das ist scary, ey.
Wir brauchen unbedingt irgendwie was zum Wehren. Wir brauchen dieses Gewehr, von dem mal irgendwo die Rede war. Das wäre wichtig. Also, weil mein Messer reicht mir nicht mehr. Ich meine, die ganzen kleinen Spinnen nerven mich schon. Oh, öffnen wir einfach. Okay. Schreibtisch, scannen. Sehr gut. Gegenstand nehmen. Nochmal Wasser. Ist er nicht. Meinen Schreibtisch nehme ich auch ganz gerne. Ja, das bringt mir alles hier gar nichts. Erstmal Licht, bevor wir anfangen zu scannen. No signal. Check data cable. Ist hier noch irgendeine Kiste, die offen ist, ist die Frage. Sieht nicht so aus. Ich hätte hier einfach reingehen können. Habt ihr bestimmt unter die letzte unsere letzte Folge geschrieben. Deswegen war hier auch ein Nodul drin von dem Laserschneider. Alter, das gibt's doch wohl nicht. Schon wieder der. Oh Mann. Gibt's das? Oh shit. Okay, da muss ich jetzt auch drauf aufpassen, dass bei solchen bei solchen Schiffswracks oder sowas auch eine Möglichkeit geben kann, durch Fenster einzusteigen. Das hätte ich nämlich gar nicht gedacht, dass es möglich ist. Durch so eine kleine... Also an sowas habe ich gar nicht gedacht, da sowas zu suchen. Ich habe ja überall mal geguckt. Ich frage mich, ob das ein Bild war, das Fenster. Das kann natürlich sein. So, aber was ist das jetzt hier? Geht es hier wieder auch nach draußen oder ist es noch ein anderer Raum? Eigentlich noch ein anderer Raum wahrscheinlich. Von daher hätte ich dann da jetzt aber auch nicht reingehen können. Zumindest hätte ich hier ein Modul mehr bekommen. Was auch schon nützlich ist. So, was haben wir denn hier? Was ist das? Datenbox. Nice. Sehr geil. Modifizierungsstation-Fragment. Sehr geil. Modifizierungsstation. Während der normale Fabrikator Rohmaterialien auf atomarer Ebene umgestaltet, um komplexe Geräte herzustellen, kann man mit der Modifizierungsstation komplexe Geräte kombinieren und so deren Funktion erweitern. Die meisten industriellen Fahrzeuge sind mit Modifizierungsstation ausgerüstet, welche es den Ingenieuren ermöglicht, ihre Werkzeuge spontan auftretenden Situationen anzupassen. Also kriegen unsere Gegenstände dann irgendwelche Perks und die kann man dann so austauschen. Da hatten wir ja schon wirklich irgendwie so eine Skill-Sache in dem Spiel drin. Um Speicherplatz zu sparen, ist die Modifizierungsstation standardmäßig von den meisten persönlichen Notfallbauplanbibliotheken ausgeschlossen. Allerdings können extreme Umgebungen wie Ozean oder Wüstenplaneten die Anpassung von grundlegenden Überlebenswerkzeugen für unvorhersehbare Anwendungen erfordern. Aus diesem Grund ist der Zugang zu einer Modifizierungsstation stets empfohlen. Ja, werden wir uns gönnen, wenn ich das denn kann. Modifizierungsstation. Hier ist der Laserschneider, den kann ich auch wieder ausmachen. Schubkanone haben wir irgendwie komischerweise hier drin, aber haben noch nicht mehr gefunden. Gravitationsfalle. Ich wette, ich konnte schon das zweite Teil finden. Habe ich aber noch nicht. Das können wir bauen. Oder Energiezelle? Ich meine schon. Glas, Schmierstoff, Blei, Titanbarren haben wir alles. Und Energiezelle meine ich auch, dass wir es bauen können. Okay, dann gut, das bauen wir dann vielleicht auch demnächst mal. Scannerraum, Mehrzweckraum. Oh, ich will das alles haben, ey. Bioreaktor, Lebensform, Modifizierungsstation ist hier. Schreibtisch, ein normaler Raum. Ja, das ist alles nur Verzierung. Schilde, Drehstühle, Labortische. Deswegen sind die auch da unten. Warte mal. Ach so, das war jetzt hier unten. Die Modifizierungsstation, die können wir natürlich noch nicht bauen, weil wir noch nicht genug Dinge haben. Batterie-Ladestation. Ja, bitte. Winterbobil-Fahrzeugstation. Noch eins. Noch eine Mobil-Fahrzeugstation. Das haben wir schon zigmal. Schubkanonenfragment. Gott, ey. Ich muss hier dringend raus. Energie 14%. Alter.
Das ist richtig ätzend, das Ding hier zu untersuchen. Man möchte richtig, richtig lange da drin bleiben, aber man hat keinen Sauerstoff dafür. Holy shit. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe jetzt alles, aber ich gucke lieber nochmal. Und dann machen wir Schluss. Ich würde so gern weiter zocken, aber ich möchte die Folgen auch nicht zu lang machen. Habe ich auch ein bisschen mehr vom Spiel. Aber ich habe richtig Bock drauf. Momentan noch. Das kann sich auch mal schnell wandeln, wenn das mir zu horrormäßig wird. Otto Wilds hatte auch so eine Stelle im DLC, wo ich dachte so, Alter, ich will nicht mehr. Schubkanonenfragment. Oh, wir haben die Schubkanone fertig. Kann man da durch? Nee, ne? Aber das hat man von außen gesehen. Okay, ich glaube, ich habe alles. Hoffe ich zumindest. Boah, ja, das hätte man schon finden können. Die Tür habe ich mir angeschaut. Und bin auch hier wahrscheinlich so gewesen. Aber die Luke habe ich nicht gesehen. Da ist Base. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal zurück. Zur Base. Und dann schauen wir mal, ob wir das, die Schubkanone noch craften können. Und da bin ich mal gespannt, was das überhaupt ist. Schubkanone hört sich irgendwie so an, als würde die so Luftgeschosse machen. Aber ob die wirklich einen Gegner auch Schaden machen kann oder ob das eher so ein Betäuben ist und Wegschrecken. Kann ja auch sein, dass ich hier pazifistisch durchgehen kann und sagen kann... wir haben noch eine Nachricht bekommen. Ich möchte keinen Gegner Schaden machen. Ausrüstung. Violette Tafel. Ionenwürfel und 2 Diamanten. Okay. Ich hab ja die violette Tafel. Das ist schon heftig. Dass die einen Ionenwürfel braucht. Aber wir können Ionenwürfel herstellen für das Portal da oben. Schubkanone. Verzehrt die Schwerkraft, um Objekte anzuziehen oder abzustoßen. Das ist ja interessant. Ein Kabelsatz. 2x Silbererz. Hätte ich mir jetzt nicht anpinnen müssen. Das kann man sich tatsächlich auch noch merken. Aber gut. Dann lege ich alles mal rein. Oh, wir haben so viel Wasser. Ich glaube, ich lege mir mal ein bisschen Wasser hier rein. Ich brauche nicht so viel dabei haben. Eins können wir noch trinken. Kabelsatz herstellen. Also weiß ich jetzt noch nicht. Ich sehe den Sinn dahinter jetzt noch nicht so wirklich, die Schubkanone zu nutzen. Ach, verdammt. Oh, wir haben hier sogar noch Platz. Dann brauche ich das Titan gar nicht da hinten lagern. Okay. Eine Schubkanone. Ich weiß noch nicht, wozu ich die nutzen muss oder möchte. Wow, ist die groß. Verzehrt die Schwerkraft, um Objekte anzuziehen oder abzustoßen, ja. Okay, mal ganz kurz gucken. Ich würde jetzt so sagen, so Steine oder so. Das wird wahrscheinlich noch schon großen Nutzen haben. Ich habe jetzt hier keine Objekte. Oder um sowas hier auch mal zu nehmen, wa? Geil. Okay, und dann... Bam. Okay, wir könnten uns sozusagen wegfrei graben. Das braucht so viel Strom wieder mal, ne? Aber egal, wenn wir die Ladestation haben, hat sich das Stromding ja eh vielleicht erledigt. Wenn wir die Batterien wieder auffüllen können, dann muss ich mir neue craften. Er ist fast fertig. Und wir haben ja noch Titanbarren. Schmierstoff brauche ich, glaube ich, auch. Hier ist nämlich leere Batterie. Ja, wir haben noch irgendwas anderes gehabt. Das Fahrzeug war das, ne? Werkzeuge, Geräte. Mobile Fahrzeugstation. Aber die muss ich erst craften. Schmierstoff-Energiezelle auf jeden Fall. Und dafür brauchen wir 2, meine ich. Wenn ich die herstellen kann, würde ich davon 2 herstellen. 2 Batterien, Silikongummi. Alter, Vater. Moment, mal kurz. Okay, ich habe jetzt mal 2 Energiezellen gecraftet. Und auch noch eben kurz noch einen Fisch besorgt. Beziehungsweise 2. Von einem Essen. Also wir sollten jetzt diese mobile Fahrzeugstation zumindest craften können. Mal gucken. Machen wir das jetzt erstmal. Die esse ich mal eben. Schauen wir uns das mal an. Oh, das ist aber klein.
Ich hab das irgendwie so riesig vorgestellt. Okay, interessant. Hier ist, ja genau, hier ist es nämlich so richtig groß. Mobile Fahrzeugstation. Stellt Fahrzeuge aus Rohmaterialien her. Okay. Wir müssen also das jetzt erstmal setzen. Also wahrscheinlich auch draußen, ne? Ja, okay. Sieht halt auch so aus. Okay, dann bauen wir das mal. Und hier unten runter. Oh, der ist schon wieder krank. Okay, noch so ein krankes Viech. Piss dich. Steht sie denn? Oh Gott. Die scheint eher oben zu schwimmen, oder? Ja. Okay, jetzt hätte ich sowas. Ui. Klettern. Ah, wie krass. Fahrzeuge. Aufklappen. So, und dafür habe ich jetzt auch schon eine Energiezelle. Zwei Glas, Schmierstoff, Blei. Lass das mal machen. Oder wollen wir uns das für nächste Folge aufbewahren? Ja, komm, lass uns mal für nächste Folge machen. Nächste Folge machen wir das. Und dann hören wir uns auch den Funkspruch an. Ist die Folge schon lange genug? Wir beenden das jetzt erstmal hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.